Hallo, meine Lieben. Das ist so ein bisschen die Geburtstagsedition eines Food Diaries. Ganz spontan gerade entschieden. Heute wird gesündigt und zwar den ganzen Tag. Heute Morgen habe ich ein Croissant gegessen. Eben habe ich gerade so einen kleinen Mini-Berliner verspeist. Heute Nachmittag kommt meine Schwester und bringt eine leckere, selbstgemachte Torte mit. Und weil mein Sohn ja auch Geburtstag hat, hat er sich für heute Abend gewünscht, dass wir bei Kentucky Fried Chicken bestellen. Und deswegen habe ich jetzt gerade schon 5 Kilometer Fußmarsch hinter mir und ja, müsste schon meine 8000 Schritte oder so wenigstens haben. Ja, heute also ein sündiger Tag. Wunderschöne Blumen gab es gestern. Jo. Und ein Tag voller Sünden. Also das mit dem Ernährungstagebuch habe ich nicht hingekriegt. Ich habe wirklich nichts Gutes gegessen. Von allem zu viel. Und zwar, es gibt ja dann auch immer das Abendessen, was meine Söhne sich wünschen. Und mein Kleiner wollte gestern KFC. Fast Food also. Da habe ich einen Chicken Burger gegessen, einen halben Maiskolben und ein halben Hähnchenschenkel. Ja, muss nachher mal noch mal gucken, was das hat an Kalorien. Aber das ist auch gar nicht so das Schlimme. Abends habe ich noch ein Glas Wein getrunken, ein paar Crackers nebenbei genascht, die gehen ja echt weg wie nix und man denkt immer, das wäre gar nicht so schlimm, aber weil ich die schon öfter gegessen habe, weiß ich, dass die von den Werten her ganz schön heftig sind, nämlich diese hier und da habe ich fast die ganze Packung alleine aufgegessen und da haben 100 Gramm schon 484 Kalorien und vor allen Dingen viel Fett. Ja, ich sehe es gerade nicht, aber da Fett 23 Gramm. Ja. Und in dieser Packung sind deutlich mehr als 100 Gramm drin. Da sind 200 Gramm drin. Ja. Ja, dann gab es natürlich leckere, leckere Torte den ganzen Tag. Meine Schwester hat eine ganz tolle Erdbeersahnetorte gebacken. So lecker die auch ist. Ich versuche euch mal, ich habe sie gerade gut eingepackt, wenn ich was im Kühlschrank stelle. Mit Erdbeeren am Rand, die sieht man jetzt gerade noch nicht, weil ich da was drum gepackt habe. So lecker, Leute. Aber auch wenn Erdbeeren drin sind, Torte ist immer sündig. Also alles in allem, ich versuche das zwar zu überschlagen für mein Ernährungstagebuch. Aber sowas Selbstgemachtes, was ich auch nicht selbst gemacht habe, wie die Torte, ich meine, das kann man jetzt echt nicht wirklich einschätzen. Da muss man im Prinzip raten. Aber ich war gestern vor Kentucky Fried Chicken und vor der Torte und vor den Ritz Crackers schon bei 1200 Kalorien. Also eigentlich will ich es gar nicht zusammenrechnen. Denn es ist nur einmal im Jahr Geburtstag. Und es ist ja auch nicht der eine, zwei oder drei Feiertage im Jahr, die uns letztendlich so dick gemacht haben. Ja, trotzdem gute Nachrichten auf der Waage, geht's endlich voran. Ich bin gestern über 10.000 Schritte gelaufen. Und ich habe ja jetzt die Woche auch einfach, naja, tatsächlich wegen Stress einfach weniger rumgenascht und mich mehr bewegt. Und direkt geht es dann auch wieder vorwärts. Ja. Habe in den letzten 2 Wochen tatsächlich 2 Kilo abgenommen. Also ich bin jetzt bei 114,7. Ja. Und vor 2 Wochen war ich noch bei fast knapp 117. Ja, also freue ich mich darüber. Ich stehe auf Riesentassen und ich stehe auf Pünktemuster. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht, weil ihr seht ja öfter meine anderen Tassen, die haben ja, sind ja fast alle riesig und haben Punkte. Guckt mal, ist die nicht toll? Ich habe rausgefunden, wie es geht.
Ich liebe sie. Ja. Gestern Abend ist uns dann halt der halbe Balkon weggeflogen. Es war ganz schön stürmisch. Und ein bisschen spät ins Bett gegangen. Ja. Dieses Wochenende versuche ich wirklich zu entspannen, weil die letzten Wochenenden alle sehr dramatisch und stressig waren. Ich hatte ja letztes Wochenende im Livestream schon erzählt, dass unser Meerschweinchen irgendwie plötzlich sehr krank ist und habt ihr ja gesehen, dass er dann verstorben ist. Das hat mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Woche versaut. Mag der eine oder andere vielleicht nicht nachvollziehen können, aber unser Meerschweinchen war mehr wie ein kleiner Hund als wie ein Meerschweinchen. Und das war in den letzten, wir hatten ihn jetzt 3 Jahre und in der Zeit hab ich wirklich so viel Zeit mit denen verbracht. Und wir hatten, der war sehr zahm und ja, es hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen, dass der kleine Frechdachs so jung und so plötzlich gestorben ist. Also muss ich gestehen, es spielt sich ja auch noch Rolle, dass mein Papa erst vor kürzlich gestorben ist und man irgendwie dann den Eindruck hat, eins nach dem anderen bricht einem weg. Ja, naja, und dann ist die Arbeit im Moment super stressig. Deswegen ist es auch so, das ist halt das Leben, ne? Und das ist eben auch so ein bisschen ein Auf und Ab. Und das macht sich dann auch an meinem Gewicht bemerkbar. Gott sei Dank positiv im Moment. Nächste Woche wird auch nochmal anstrengend, weil auf der Arbeit viel ansteht. Und meine Mama endlich zu uns zieht. Am Dienstag ist es soweit. Am Dienstag zieht sie hier bei mir im Stadtteil. Das ist so 10 Minuten Fußmarsch entfernt. Zieht sie ein und wir freuen uns darauf. Ja, da gibt es dann natürlich aber auch einiges zu tun und auszupacken. Und da müssen wir uns erstmal alle dran gewöhnen und uns umstellen und ein bisschen eine Routine finden, dass wir uns regelmäßig zu Gesicht kriegen. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, das war mein kleiner Geburtstagsvlog. Heute ist ja schon ein Tag danach. Heute kriegt mein Sohn noch Besuch. Der hatte ja auch Geburtstag, ist 14 geworden, mein großer Hund. Kommt heute noch ein Kumpel von ihm. Ja. So, jetzt überspiele ich gerade hier Videos und Fotos auf meinem PC. Hab doch mal alles zusammengerechnet und ich komme auf schockierende, also großzügig aufgerundet und geschätzt. Ich komme auf schockierende 3000 Euro. 300 Kalorien für gestern. Oh Gott. Aber die gute Nachricht ist, alleine durch meine über 11.000 Schritte habe ich auch laut App über 700 verbraucht. Das heißt, wenn man jetzt die 3.400 konsumierten Kalorien minus die 700 verlaufenden nimmt, dann bin ich bei 2.700 und das kann man auch einmal wegstecken, hoffentlich.